Apropos Butterfly, jetzt gibt es hier auch was zu essen gleich, meine Damen und Herren. Denn der junge Mann, der jetzt zu uns kommt, ist tatsächlich ein Exot. Er ist der einzige Türke mit einem Stern. Ja? Und es handelt sich um diesen jungen Mann hier, Ali Güngörmüş. Habe ich das richtig gesagt? Güngörmüş? Er wird uns gleich sagen, wie man das genau richtig ausspricht. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, Ali Güngörmüş. Richtig? Hallo. Güngörmüş. Okay, alles klar. Bist du Bayer oder hast du nur, weil Oktoberfest ist, so eine Tracht angezogen? Ach, du willst schon duzen, oder was? Ich dachte, das machen nur die Hamburger. Ja, nee, dann sieht's man, das kommt nicht besser. Ich hatte was mitgebracht, danke für dich. Dankeschön. Es ist Wiesenzeit, weil es Ortsaft ist. Ja, vielen Dank, das ist ja toll. Bist du auch mal dort? So, bitte was? Ja. Nein, ich gehe nicht auf aufs Oktoberfest. Schmeißt du in die Ecke da? Da sind jetzt so viele Besoffene am Oktoberfest. Ja, die auch. Ja. Geht's dir genauso wie mir. Super. Ja. Wir machen gleich Döner, aber nicht irgendeinen Döner, sondern Luxusdöner. Worum es da genau geht, das werden wir gleich behandeln. Wir müssen erst ein bisschen Werbung machen und dann sind wir gleich wieder da. Bis gleich. Zu Gast, der einzige türkische Koch mit einem Stern. Warum ist denn das eigentlich so? Warum gibt es keine guten Köche? Ja, weil die anderen lieber, keine Ahnung, Kickboxen machen wollen oder Automechaniker oder Elektriker. Ich habe gesagt, ich will kochen, weißt du? Das ist wirklich so, es gibt keinen einzigen anderen Sternekoch außer dir in der Türkei? Nö. Auch in der Türkei gibt es ja kein Michelin. Also Michelin ist ja ein Guide, der die Sterne verteilt. Das gibt es in der Türkei nicht. Ja, aber gibt es außerhalb der Türkei türkische Köche mit Sternen? Mit Stern nicht, der Einzige ist ja hier jetzt. Ja, natürlich. Weißt du? Nee, gibt's nicht. Wofür hast du den Stern bekommen? Gibt es das immer für ein spezielles Gericht, was der Testesser dann gerade gegessen hat? Oder isst der sich durch die ganze Karte? Wir kennen die Tester gar nicht, das sind anonyme Tester. Ah, okay. Und die kommen und bestellen und essen ganz normal. Du bestellst ganz normal von der Karte und dann essen sie. Ja. Kannst du mir nebenbei die Zwiebeln schneiden, bitte? Ja, kann ich gerne machen. In Streifen. Das hier ist das aktuelle Buch von dir, das heißt Mediterran. Und da geht es um Rezepte rund ums Mittelmeer, also mediterrane Küche. Wie hättest du dir denn gerne geschnitten, die Zwiebeln? In feine Streifen, mein Lieber. In feine Streifen. Genau, weil wir können ja arbeiten und reden gleichzeitig. So, meinst du so, in dieser Form, in dieser Art und Weise? Das machst du sehr gut. Natürlich. Bravo. Ja. Wow. Ja. Wow, nicht schlecht. Ja. Nicht schlecht. Weil echt schneiden kann jeder Horst. Das ist ja nicht so schwer. Komm, hör auf, wo denn? Ja. Das ist gar nicht so einfach. Guck mal. So, schön, was machen wir denn heute? Wir machen ein Entenfetzendöner. Weißt du, ein Wiesendöner, aber mit Ente gemacht. Ich habe in Hamburg ja ein Restaurant, das heißt Lekana, die Ente. Okay. Und mit Ente kenne ich mich sehr, sehr gut aus. Das ist das Fleisch, was da hinten jetzt am Döner hängt, ist kein Lamm oder sowas, sondern das ist reines Entenfleisch, was hier drauf hängt. Entendöner, dachte ich. Ja. Nee, das ist kein Entendöner. Das ist, was da hängt, ist... sieht man ja eigentlich auch. Das ist Huhn. Ah, das die Flügel, ja, genau. Gut. Du hast doch eben was von Entendöner gesagt. Ich mache das aber anders. Ich mache ja einen Sternedöner. Wie Sternewiesendöner. Ja, flaum mich doch nicht so an. Ich mach doch. Ich will doch nur wissen, ob hier Entendöner ist. Eben war hier von Entendöner die Rede. Ich mach dir auch Entendöner. So, ich schneide mal hier so ein bisschen. Schneid mal. Schaffst du das? Aber man muss es dünner schneiden, oder? Ganz dünn, ja klar. Das ist ein bisschen. Warte mal. So. Nee, du musst es. Darf ich das zeigen? Das muss nach unten, oder was? Oh, ist runtergefallen. Na? Das sieht doch schon mal gut aus. So, zeig mal bitte. Also, du musst eigentlich, ja? Wenn du alles besser kannst, dann zeig es doch so. Ich bin doch der Chef, weißt du? Ich habe auch der meinen Küche Stolz. So, ich mache jetzt guck Zwiebeln. Mal. Ne, schneid du. Stefan, guck mal. Ja. Von oben ganz langsam, schön, gleichmäßig runter. Also, ich bin jetzt, ich mache das jetzt zum ersten Mal. Wirklich? Ja. Wirklich? Glaubst du mir nicht, ne? Ja. Ja, klar, okay. Egal. Verarschen kann ich mich selber. Nein, ich mach das wirklich. Ich hab schon gesehen, ich kann das besser als du. Lass mal sein. Mach das. Mir fällt ja alles runter. Ich muss ja meinen Döner fertig machen hier. Ja, okay. So, das heißt aber, zu dem Döner kommt auch ganz normales Hähnchenfleisch dazu? Also du kannst es ja heutzutage ja mit fast mit allem machen. Du kannst mit Rinderfilet machen, du kannst sicherlich auch mit Lamm machen. Boah, hast du gehört? Boah.
Ja, ich habe auch von da hinten habe ich ein Bohr gehört. Ein Bohr gehört. Was das jetzt genau heißt, weiß ich auch nicht. Entweder heißt es, das sieht aber lecker aus, oder oh. So, jetzt müssen wir das hier noch ein bisschen klein schneiden, oder was? Bisschen klein schneiden, genau. So, hier habe ich ein paar Röstzwiebeln. Ja. Weißt du, was ich dazu machen wollte? Es ist jetzt ja Wiesenzeit. Ich wollte so einen Rotkohlsalat, Blaukrautsalat dazu machen. Hast du Blaukraut schneiden? Bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. So. Ja, so ähnlich, genau. Kannst du mal nachsagen? Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Jetzt hab ich's. Doch, hab ich's doch. Nochmal ganz einen Ansatz. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. So ähnlich. Ja. So. So. Okay, was müssen wir jetzt machen? Jetzt, das ist aber Ente, ne? Das ist jetzt Ente. Ja. Weißt du, ich wollte so einen Entenfetzendöner machen. Du hast hier Joghurt mit ein bisschen Olivenöl, Salz und Pfeffer habe ich gemischt. Und hier hast du Knoblauch. Kannst du mir, hier hast du eine Knoblauchpresse, du musst jetzt auch nichts schneiden, du musst nur pressen. Weißt du, pusten, pusten, pressen, pressen. Mmh. Ja? Den Knoblauch hier rein. So. Wenn hier nicht gerade ein Comedy-Star geboren wird, meine Damen und Herren, dann weiß ich auch nicht. So, gerade, was muss man jetzt hier machen mit dem... Ja, wir wollen nur Spaß haben. Das passt ja nicht rein, ja. Du vielleicht. So, was haben wir hier? Also jetzt erstmal hier, Dingens. Wohin damit? In Joghurt rein, bitte. In Joghurt rein, ja. Du kochst sehr oft, ne? Bitte? Kochst du sehr oft zu Hause, ja? Ja. Ja, nicht nur vor Wut. Kochst du auch mal so richtig? Tusch. Richtig geil. So. Weiter genau. Geht's. Also, wunderbar. Wie viel hast du denn rein jetzt? Einen. Ja, machen doch mehr. Noch mehr. Hättler Döner ohne Knoblauch, hallo, das geht ja gar nicht. Ja, okay, dann kommt direkt der nächste. So, ich schneide hier das Brot hier einmal durch. Mach jetzt einen Mammutdöner. Wie heißt das Fladenbrot? Ganz klassisch Fladenbrot. Fladenbrot, eine... genau, gibt es in jeder Ecke mittlerweile zu kaufen. Hat das. Was ist der. Was, was ist der türkische Begriff dafür? Wie heißt denn das eigentlich? Keine Ahnung, weiß jetzt nicht. Kannst du überhaupt Türken? Oder bist du einer von den Türken, die gar kein Türkisch mehr können? Wie die doch, sagen? Ich kann das schon. Nein, du kannst es schon, ja? Ekmek ist Brot und pass auf, schneide ich nicht. Nee, beinahe wäre es besser. Zwei Zehen reichen, oder? Und jetzt umrühren? Zwei Zehen und jetzt umrühren, bitte. Ganz vorsichtig, schön. Genau. Das ist jetzt so eine Art, wie nennt man, der Grieche würde sagen Tzatziki, ne? Wie schmeckt eigentlich der Joghurt? Haben wir probiert? Ich bin Koch, ich sag mit Fingern rein. Ja, klar. Oh, ziemlich sauer, du. Ja. Das ist der türkische Joghurt. Hätte man vielleicht doch den griechischen Joghurt kaufen sollen. Tja, das ist deine Sache. Du hast das Zeug mitgebracht. Ich probiere mal hier was von dem Enten. Ich habe das Zeug mitgebracht. So, jetzt nehme ich mal ein bisschen was von deinem Fleisch. Aber lecker. Ja, ne? Schön dick geschnitten. Mit was hätte auch Steak sein können jetzt, ne? Na, guck mal. Das ist das Stück, was du abgeschnitten hast. Ja, meinst du das? Mhm. Guck mal, jetzt legen wir das schön hin. Das sieht schon mal lecker aus. Ja, finde ich auch, ja. Umrühren schön, nicht streicheln, kannst ruhig grob reingehen. Ja, okay. Ne? Sei ein Grobian jetzt. Mhm. Mhm. Hau rein. Mehr kann ich jetzt nicht machen, ich habe jetzt so oft umgerührt schon. Wieso das denn? Ja, probier mal, schmeckt's dir? Fehlt da Salz, fehlt da vielleicht Pfeffer, fehlt da vielleicht noch mehr... Was denn? Was denn? Er ist jetzt in der Küche, er darf das. Alles gut, du machst das alles richtig. Ja. Ich passe auch auf. Mm. Du würdest doch mal am Löffel. Achso, Sie meinen, weil ich den Löffel dann wieder da reinstecke, oder was? In der Küche darf man das. Ja, guck mal. Schau mal. Solange es der Kunde nicht sieht, ist es völlig okay. So, wie sieht's aus? Bei mir sieht es spitze aus. Und schmeckt es auch? Ja, muss man mal probieren. Ja. Ja? Ja? Mhm. Würdest du es so rausgeben? Also wenn du jetzt ein Gast wärst und das so serviert kriegst, würdest du es essen oder würdest du es reklamieren? Nee, ich würde es essen. Dann ist es richtig, ich dann esse ist es ja gut. Grade. Ich esse es ja geil. Das gibt es wirklich bei dir im Restaurant oder ist das nur so ein Gag? Nee, ich habe mal einen Döner Deluxe gemacht, weißt du, in München. Ich habe in München damals gearbeitet, habe mich selbstständig gemacht in Hamburg. Schön vorsichtig, immer mit Liebe, gell? Mhm. Lieber Stefan, so und so. Mhm. Und da habe ich einen Döner Deluxe gemacht. Das machst du aber toll. Ja, man kann weitermachen. Und so? auf jedes Blatt ein Stückchen, oder was? Ja, mach das aber ein bisschen mit Liebe, ne? Du denkst ja, denk daran, wir wollen einen Sterne-Döner machen, was Geiles, wo noch keiner das gemacht hat. Hier habe ich ein Eiswasser, du kannst aus dem Eiswasser die roten Zwiebeln rausholen. Warum sind die in Eiswasser, die roten Zwiebeln? Damit sie diesen penetranten Zwiebelgeschmack damit ein bisschen verloren geht, weißt du?
Ah, das ist dann so? Ja. Das bleibt dann so oder kommt er wieder, wenn die warm werden? Die verlieren schon an Geschmack. Also sollen ja auch so sein, sonst schmeckst du, ne? Lecker. Dann hast du irgendwie hier Mundgeruch und dann nur nach, wie heißt das hier, nach Zwiebeln und so, das willst du ja nicht. Und jetzt die Zwiebeln? Habe ich hier schöne Tomaten draufgelegt. Ja? Das sieht schon ganz lecker aus. Ja, das sieht nicht lecker aus, sieht der Hammer aus. Guck mal, wie das aussieht. Natürlich, sieht der Hammer aus. Können wir ruhig einen Applaus, ja? Hier, ja. Hallo? Guck mal. Wir zwei geben uns voll hier die Mühe und dann. Ja. Und jetzt drauf mit den Zwiebeln oder was? Ja, schön verteilt. Ja, nicht so wie ein Bauer, sondern schön. Fein. Ich hab doch noch gar nicht angefangen. Aber schon, wie du es in der Hand hältst, ist total. Mach dein Döner doch selber! Ich hab noch gar nicht angefangen. Ich hab die Zwiebeln da rausgenommen. Sie haben es alle gesehen. Und wollte aber ganz liebevoll. Das muss aber schön, nicht so wie ein Bauer. Aber schau mal her. Mann, nein, du bist aber auch ein Typ. Was denn? Sieht das geil aus oder sieht das geil aus? Ja, das sieht total geil aus. Ja! So! Geil! Steht das auch da drin? Oder? Und jetzt? Deckel drauf? Deckel das drauf? Das steht nicht so, aber da steht ein Fischbrötchen drin und das ist ja nicht deins Fisch. Jetzt Deckel drauf? Wir beißen zusammen rein. Was? Jetzt beißen wir zusammen rein? Eins, zwei, drei. Oh. Geil! Ja. Oh. Den Rest packen wir ein und schicken ihn nach Dortmund. Lecker. So, vielen Dank. Weitere Rezepte von Ali Güngörmüş in diesem, richtig, oder? In diesem Buch. Absolut richtig, alles gut. Und, ja. Warte mal, jetzt bitte Fettspritze drauf, ne? Bitte sauber machen. Ja, komm, jetzt ist es auch Zeit, dass du gehst. Komm. Ali Güngörmüş. Tschüss. Ciao. So.